Hallo Leute und willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wii. Ich habe das New vergessen, egal. Wir sind wieder im dritten Level, weil hier war doch der Secret Exit. Und so, hier war der. Ich hatte es tatsächlich vergessen, ich musste im Internet nachgucken. Shame on me. Aber, ne, hier ist er halt. Und eine kurze Erklärung zu der Karte das letzte Mal. Ich hatte ja gesagt im Video, dass sie flüssig läuft. Das stimmte auch soweit für mich, aber Camtasia scheint wohl den Frameskip nicht wahrzunehmen und hat das Ganze dann einfach sehr hakelig aufgenommen. Keine Ahnung. Aber ich habe mir gedacht, hey, es ist die Karte. Ihr müsst damit klarkommen. Und ich hoffe, das tut ihr auch. Weil, hey, es ist die Karte. Man kann es nur nochmal wiederholen. So, jetzt kommen wir hier zur Kanone. Ja, Kanone ist eigentlich eine relativ lame Angelegenheit. Kommen wir nach Welt 5. Will ich aber nicht. Deswegen gehe ich wieder hier raus. Ne, nicht abbrechen. So, okay. Ist dann für die, die das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt haben und einfach schnell rushen wollen oder sonst was. Ich finde es relativ lame, jetzt in einem Let's Play diese Kanone zu benutzen. Verständlich. Deswegen tue ich es nicht. So. Und hepp. Na. So. Hallo. Ah ja, und übrigens, ich musste die beiden Level, die wir das letzte Mal gemacht haben, nochmal nachspielen. Und bei dem Itemspiel hatte ich dann nicht mehr so viel Glück. Naja, egal. Wir machen jetzt mal das Level 1.6. Welches war das denn? Ach so, das mit den lustigen drehenden Scheiben. Plupp. Eine Feuerblume. Brauche ich. Ich will diese Feuerblume. Ah, jetzt fühle ich mich besser. So. Hallo? Idiot. So. Na, so. Und was haben wir hier drin? Hier ist da bestimmt was drin. Aha. Eine Kletterpflanze. Okay, ein Zufallsblock, toll. Ein Leben brauchte ich jetzt gerade nicht. Das Spiel ist noch nicht so schwer. Ich hätte lieber so eine Propellermütze gehabt. Und dann mal die zweite Münze. Sehr schön. Hep. Und hep. Und Mittelfahne. So, und jetzt da unten war, meine ich, die dritte. Oder was war hier? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine jetzt die dritte Münze. Ja, genau. Hep. Hep. So. Und jetzt haben wir hier so ein total schweres Goomba-Rätsel. Oder Quatsch-Rätsel. Aufgabe. Keine Ahnung. Super. Da hätte ich bestimmt was Gutes drin gekriegt. Naja, jetzt nicht mehr. So. Und hep. Warum habe ich jetzt geschüttelt? Egal. Was ist hier drin? Ein P-Switch? Was will ich denn mit einem P-Switch? Erstmal in den Goomba laufen. Und mir da den Rutschweg versperren, mir das hier etwas leichter machen. Das war ein unnötiger P-Switch. Egal. Level geschafft. Oder abgeschlossen. So. Übrigens mit Fraps kann ich nicht aufnehmen, weil das dann zu langsam läuft. Falls einer sich fragt, warum nehme ich mit Camtasia auf. Ist halt die Sache, Fraps nimmt mehr Grafikleistung und Camtasia mehr Prozessorleistung. Und wenn eins stark ist in meinem Computer, dann ist es der Prozessor. Deswegen hat der nicht allzu große Probleme, auch wenn Dolphin schon sehr, sehr viel Leistung zieht. Genial. Ein wahnsinniger Geniestreich, da in die Lava zu springen. Meine Güte.
Naja. So. Dann springe ich einfach mal über die Lava, obwohl das war die Stelle noch gar nicht. So, hier. Hier springe ich jetzt einfach mal über die Lava. War hier schon die erste Münze? Ich glaube fast nicht. Nö. Aber da unten oben ist auf jeden Fall was. Es lohnt sich doch mal da vorbeizuschauen. Aber hier war nichts. Hier war die erste Münze. Die ist ja lame. Und ich springe erstmal vorbei. Ah. So. Und hallo. Gibt's doch nicht. Ich würde den hier gerne töten. Den Gesellen. Hep. Dankeschön. Und dann rüber. Mein Pilz bitte. Dankeschön. War da oben was drin? Ne, kann ich. Propellerpilz kriegt man hier, meine ich, auch nicht. Wäre ziemlich komisch in einem Schloss. So. Und Mittelpunkt. Hatte ich irgendwas vergessen so bis jetzt? Ich glaube nicht. So. Thrumps gibt es natürlich auch wieder, wobei die eher die Gesichter der Steinblöcke haben, nicht der... ja doch, irgendwie sind das auch Thrumps. Naja, egal. So, jetzt haben wir zwei Münzen. Da will ich gar nicht rein eigentlich. Scheiß auf die paar Münzen da, obwohl da kriege ich ein Leben. Komm, so gierig bin ich dann doch. So, und hier haben wir einen roten Münzkreis, der mich herzlich wenig interessiert, ehrlich gesagt. Aber ich versuche es trotzdem für das gute Gewissen. Und es hat geklappt. Ey. So, one up. So, jetzt haben wir hier gleich irgendwo eine Röhre, das weiß ich noch. Da will ich rein. Bam, 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 bam. Boah, das war eng. So, du gehst einfach mal schön in die Lava fallen. Oder auch nicht. Du bleibst einfach komischerweise drauf stehen. Auch gut. Da, die Röhre, da will ich rein. Weil da gibt's dann die dritte Münze, soweit ich weiß. So. Und ich habe recht. Das ist ein unglaublich komplexes Rätsel. Das hat keiner gesehen. Ihr wart gerade beschäftigt. Ihr musstet was trinken oder so. Ihr habt das nicht gesehen. Ganz sicher nicht. Doof. Doof. Einfach nur doof. Hep. So, jetzt will ich aber tatsächlich nicht da unten rein. Geht schneller. Aber jetzt interessieren mich die Münzen, weil ich dann eine Eisblume kriege. Nein, eine Feuerblume. Aha. Na gut, von mir aus eine Feuerblume. Normalerweise kriegt man in Schlössern immer Eisblumen, aber gut. Ich nehme auch eine Feuerblume, hat ja im Prinzip den gleichen Sinn. Ich kann zwar mit einer Eisblume mehr Münzen holen im Spiel, aber in dem Schloss ist es wurscht. Obwohl, ich könnte mit einer Eisblume einen Knochentrocken besiegen, aber das ist mir auch gerade ziemlich ralle. So. Hey, spring, 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 Stoß in den Kopf. So. Und dann sind wir ja schon wieder hier. Hat ja gar nicht lange gedauert, haha. So. P-Switch drücken, da hinspringen, die Münze holen und dann wieder springen und dann in die gelbe Röhre. Ist doch nicht so schwer. Plöpp. Eine Feuerblume habe ich schon. Bisschen Leben? Kein Leben. Oh, blöd. Naja. Jetzt geht's zu Iggy. Nochmal.
Soweit ich weiß. Oder kommt Baby Bowser? Ne, ich meine, jetzt kommt nochmal Iggy. Ja, jetzt kommt genau. Jetzt. Genau, eine Anlehnung an Yoshi's Island. Halt. Jetzt kommt halt der Mittelboss nochmal mit Kamek-Unterstützung. So. Aber das ist auch kein großes Problem, dass hier jetzt sich der Boden bewegt. Damit komme ich ganz gut klar eigentlich. So. Hey. So. Und dann habe ich Iggy besiegt. Yay. Und der Schlüssel. Hey. Und auf mystische Art und Weise geht diese Tür auf, obwohl wir den Schlüssel gar nicht benutzt haben. Dam dam. Ja, Luftschiff aus Super Mario Bros. 3. Es gibt relativ viele Parallelen zu Super Mario Bros. 3, aber es ist halt so. Es war ein... ja, ich habe alle Sternmünzen in Welt 1 gefunden. Weil, und das ist halt ein relativ populäres Spiel von Nintendo gewesen. Warum sollten sie sich nicht ihre eigenen Ideen was wollte ich jetzt sagen? Ihre eigenen Ideen nutzbar machen. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir in Welt 2. Das erste Level können wir ja noch spielen. Aber ich bin mir schon nicht sicher, ob ich in dieser Welt alle Münzen sammeln werde, weil hier gibt es schon so einige nervige Münzen. Und dieses Gimmick. Ich mag es nicht so sehr, aber es ist noch im Rahmen, sag ich mal. So. Geh mal weg da. So. Und tap und hep und hep. Ja. So. Ach, gab's hier nicht eine Münze, die man nur mit dem Propeller kriegt? Bin gerade nicht sicher. Aber ich glaube schon. Ein Bumerang. Bruder, ich hasse euch. Ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Mit Hammerbrüdern komme ich noch relativ gut zurecht. Aber Bumerangbrüder kann ich nie leiden. So. Die Münze ist auch relativ easy. So. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und zwei Münzen. So. Ey. Nein, schade. Da haben wir doch bestimmt was drin, was mir nützlich ist. Ja, okay, danke schön. Oh, das war fast zu früh. Genau, diese Münze. Da braucht man entweder den Koopa-Panzer da. Ich kann es so versuchen. Auch wenn es relativ schwer ist und ich jetzt kläglich gescheitert bin. Yay. Jetzt hätte ich auch gucken können, ob ich einen Propellerpilz im Inventar habe. Ich bin blöd. Egal. So. Jetzt mal ein bisschen schneller hier. So. Und ein bisschen Skill anschalten. Ist ja nicht so, als wäre das Spiel schwierig. So. Hep. Ich meine, ich habe Super Meat Boy gespielt, was will man mehr? Na gut, I Wanna Be The Guy ist definitiv mehr als Super Meat Boy, aber das tue ich mir nicht an. Zumindest als Let's Play nicht, aber privat ist mir das Spiel auch zu schwer, gebe ich zu. Los, und wann habe ich... Was? Das hätte ich gedacht, passt vom Timing. Schade. Wir haben jetzt nicht mehr allzu lange Zeit und ich habe auch keinen Propellerpilz. Hm.
Na gut, ich würde sagen, die Folge ist hier zu Ende, auch wenn das ein ziemlich bescheuerter Punkt ist, aber egal. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter mit diesem Level und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns. Ciao.